Hallo, stellt euch vor, es ist Kunstunterricht und ihr bekommt eine Aufgabe, ein Bild mit Wasserfarben zu malen. Und darin sollt ihr die Ränder sauber angemalt haben, die Farbe soll deckend aufgetragen sein und, und. Und da fängt die Panik schon an, denn viele glauben immer, sie schaffen das nicht, saubere Ränder zu malen, weil sie es noch nicht so oft geübt haben, weil sie nicht so viel Geduld dafür bisher aufgebracht haben oder was sonst auch der Grund sein kann. Heute wollen wir mal kurz gucken, wie man das hinkriegt, dass man mit Pinseln auch die Ränder von aufgezeichneten Dingen sauber malen kann. Da gibt es so ein paar Tipps. Ich habe jetzt erstmal hier einen Borstenpinsel genommen. Das ist ein Pinsel, der von vielen Schülern gerne genommen wird. Den haben auch die meisten. Ich habe ja schon andere Pinselvideos gemacht, wo ich drin erklärt habe, warum das nicht die erste Wahl ist. Aber ich möchte ihn jetzt einfach mal benutzen. Ich nehme nachher auch noch einen Haarpinsel dazu, um einfach zu zeigen, dass es, wenn der Pinsel nicht ganz zu strubbelig ist, auch möglich ist, mit so einem Pinsel einigermaßen saubere Ränder zu zeichnen. Wir vergleichen das dann aber auch noch mal mit einem anderen Pinsel. So, ich rühre jetzt erstmal eine Farbe an. Dieses Grün hier nehmen wir mal. Ich wiederhole das immer. Man muss so lange rühren, bis die Farbtablette Bläschen bekommen hat und die Bläschen auch wieder weg sind. Oft wird ja gesagt, rühre bis Bläschen kommen und male dann. Aber nein, die muss erst vorbereitet werden. Sie braucht eine weiche, cremige Oberfläche, damit ich mir später mit relativ wenig Wasser deckende Farbe dort wegholen kann. Natürlich kann ich auch mit viel Wasser schnell was anrühren, aber dann habe ich nur buntes Wasser. Das läuft irgendwo hin, wo ich es nicht kontrollieren kann und es deckt gar nicht schön. Also rühren, bis erstens die Bläschen gekommen sind und zweitens, bis sie wieder verschwunden sind. Und hier ist das Problem beim Borstenpinsel. Das ist so eine Art Schneebesen, der schlägt hier sehr viele Bläschen auf und ich brauche unheimlich lange, bis die Bläschen wieder weg sind. Deswegen, unter anderem habe ich gesagt, der ist nicht so günstig. So, jetzt habe ich das hier so ein bisschen, also da wären jetzt eigentlich auch noch Bläschen, aber die drücke ich mir hier jetzt einfach mal platt. Jetzt streife ich meinen Pinsel hier zusammen und hoffe, dass nicht hier an der Seite so viele Haare abstehen oder Borsten in dem Fall. Hier ist eine Borste, die steht ab, alleine. Und hier ist auch eine Borste, die steht so ein bisschen alleine ab, weil dieser Pinsel vorne schon etliche abgebrochene Borsten hat. Die sind dann unterschiedlich lang und manche stehen eben nach der Seite außen ab und die verderben mir dann meinen schönen sauberen Rand, weil sie irgendwo eine kleine Farbspur hinterlassen, die außerhalb meines Randes ist. So, ich sehe jetzt ganz häufig, oh, Pinsel ist ja zu dick, ich soll hier eine Spitze malen und ja, dann male ich erstmal hier die Mitte an, ja, und dann hier so ein bisschen drüber, weil man kommt ja mit dem Pinsel da gar nicht so hin und dann ist das übermalt und dann. Ja, dann war einfach das Problem, ich konnte das nicht. Das geht aber schon. Und zwar muss ich mit meinem Pinsel parallel, also Haare parallel zu der Linie, die ich mir gezogen habe, in meiner Vorzeichnung, muss ich parallel hier ansetzen. Dann lege ich den Pinsel auf mein Papier, gucke, dass der mit seiner äußersten Borste an der Linie ist und dann ziehe ich parallel zu der gezeichneten Linie meinen Pinsel daran entlang. Und dabei ist das ganz wichtig, dass ich den Pinsel relativ weit unten anfasse. Ihr seht ja, ich habe den hier an der Hülse und dass meine Hand irgendwo aufliegen kann, weil wenn ich die Hand nicht auflege, und ich fasse vielleicht den Pinsel auch relativ weit hinten an,
dann schlabbert der hier vorne so rum und ich kann ihn gar nicht kontrollieren. Und wenn ich dann kleine Sachen anmalen soll oder vielleicht auch schöne Kanten, dann kann ich das nicht kontrollieren. Also weit nach vorne anfassen, natürlich jetzt nicht da oben, wo die Haare sind, Hand auflegen und die äußerste Spitze von meinen Pinselhaaren an die Linie anlegen, Haare parallel zu der gezeichneten Linie dran und dann ziehen. So, mit diesem Pinsel kann ich aber jetzt nicht die Ecken von diesem Dreieck anmalen. Ich könnte das hier jetzt versuchen, aber hier steht so viel ab und der Pinsel ist auch gar nicht so spitz hier vorne, wie ich das brauche. Ich weiß schon, wenn ich das hier hinlege, ist hier sofort alles irgendwie grün und nicht in der Form, die ich möchte. Ich nehme jetzt mal hier so einen dünnen Haarpinsel. Das ist ja auch nicht so der Lieblingspinsel von den meisten. Aber wenn ich den jetzt hier nass mache, dann ist der vorne spitz. Und jetzt nehme ich hier mal etwas grüne Farbe raus. So, ich streife den schön wieder zusammen. Und jetzt konntet ihr auch sehen, wie kurz ich hier eigentlich rühren musste, weil die Farbtablette vorbereitet ist. Die hatte ja jetzt diese cremige Schicht kurz mal drinne gerührt mit etwas Wasser und schon weiß ich, meine Farbe deckt jetzt. Jetzt streife ich den Pinsel zu einer Spitze zusammen und dann wieder mit der Spitze in diesen spitzen Winkel von dem Dreieck. Ich lege die Spitze in die Ecke, gucke, dass meine Pinselhaare parallel zu der Linie anliegen, die ich anmalen will. Hier hat es ein kleines bisschen nicht gemalt, aber dann probiere ich das noch, lege es noch mal an. So, und dann habe ich schon meine saubere Kante. Jetzt nehme ich noch mal Wasser und streife wieder meinen Pinsel zu einer Spitze zusammen. Ich fasse ihn relativ weit vorne an, lege meine Hand auf und fange noch mal hier an und ziehe parallel zu der aufgezeichneten Linie meinen Pinsel hier nach unten. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Loch und das kann ich jetzt schön frei hier anmalen. So, und wenn man riesengroßes Glück hatte und man hat eine Pinselpackung erwischt beim Kauf, die so einen schräg abgeschnittenen Pinsel hat, dann ist man im Grunde der König, denn damit kann man auch ganz toll solche Ecken anmalen. Das ist ja jetzt der Pinsel mit den synthetischen Haaren, den ich immer empfehle, weil diese Haare eben ein bisschen mehr Spannkraft haben als die Haare von ganz normalen Schulpinseln. Die behalten besser ihre Form, also der ganze Pinsel behält vorne eher die Form und die schlagen auch nicht so viele Bläschen auf und machen tolle Kanten. Aber auch den fasse ich wieder ziemlich weit vorne an. Und jetzt sieht man ja hier, das hat jetzt zufällig fast den gleichen Winkel wie mein abgeschnittener schräger Pinsel. Und auch hier kann ich wieder parallel zur gezeichneten Linie einfach meinen Pinsel entlang ziehen. Hier ist eine kleine Lücke. Ich gehe jetzt nicht so stumpf vor diese Lücke, sondern ich drehe wieder meine Hand um und ziehe nochmal parallel dazu. Also ich versuche zu vermeiden, dass ich stumpf auf so eine Linie zumale, weil dann machen die Härchen so kleine Strubbelpünktchen an den Rand und ich muss dann länger daran rummalen. Also immer versuchen, gut, wenn ich jetzt hier das so reinlege, dann ist das da in der Ecke. Aber immer versuchen, dass ich das hier so parallel ziehe. Und jetzt ist hier so ein Fall, ich komme hier eigentlich nicht so richtig rein. Ich muss meine Hand verdrehen und dann bin ich wieder nicht sicher, ob ich das sauber malen kann. Die super einfache Lösung ist, ich drehe mein Papier. Also immer, wenn ich irgendwo nicht gut mit meinen Händen oder mit meinem Malwerkzeug hinkomme, drehe ich mein Papier. Das ist nicht an der Tischplatte festgeklebt. Man macht sich's immer so, wie es am besten geht. Und manchmal muss ich auch mein Papier drehen. So, was auch ganz wichtig ist, saubere Kanten.
Hier, die Kante, die ist jetzt nass. Hier darf ich jetzt erstmal nicht da dran malen, sondern ich muss das erstmal trocknen lassen. Das kennt ihr sicher alle. Es wurde immer gesagt, nicht nass neben nass malen. Wenn ich eine ziemlich dickflüssige Farbe habe und wenn ich viel geübt habe und sicher bin, dann schaffe ich das auch, hier entlang zu malen. Aber für den Anfang würde ich das nicht empfehlen, denn es kann passieren, man hat doch ein bisschen wässrige Farbe, die läuft dann sofort ins nächste Feld rein, wo man sie nicht haben möchte. Oder ich bin doch ein bisschen zittrig und dann male ich da rein und es vermischt sich grün mit dem Nachbarfarbton. Sicher ist eher, das trocknen zu lassen und dann mit der nächsten Farbe daneben zu malen. Ich habe ja bestimmt auch noch andere Sachen auf dem Bild, die erstmal angemalt werden müssen. Und dann mache ich irgendetwas, was nicht direkt neben einer nassen Kante ist. Dann klappt das auch.